So, heute wollte ich mal da oben hochgehen, wo der Turm ist. Da ist so ein Auffangbecken für, oder ein Speicherbecken für dieses ganze Wasserkraftwerk-Zeugs hier. Dann guck ich mal, wie es da oben aussieht. So, hier haben wir schon einen Feigenbaum. Auch mit Feigen dran, leider noch unreif hier. Da muss man schon Glück haben, hier eine Reife zu finden. Wobei auch schon ein paar unten liegen hier. Aber die werden wahrscheinlich regelmäßig abgeerntet. So, Schluss. Sehr interessant. Alles alarmgesichert hier, schärfstens überwacht. Da ist bestimmt irgendwie so eine Stasi-Zentrale drin oder so in dem Turm. Ah, sehr verdächtig.
Das sind hier die Überbleibsel von einer alten arabischen Stadt, Bobastro. Hier sehen wir ganz viele Ruinen und auch Höhlen hier am Hang. Gehe ich gleich noch eine Etage runter, um das ein bisschen besser zu sehen. Hier sehen wir schön die alten Überbleibsel von Bobastro. Eine alte arabische Stadt hier am Hang. Immer nur noch die Überbleibsel. Ich gehe jetzt mal hier in so eine Höhle rein. Hier sieht man auch schön einen alten Raum von dieser Ruinenstadt. In den Fels reingehauen hier. So, hier hat sich anscheinend hier schon jemand eingenistet. Schöne Feuerstelle hier. Ein Matratzenlager. Ohne Matratze, aber mit Schlafsack kann man da schön sich hinlegen. Willkommen. Schöne Bank hier. Ja, gemütlich. Schönes Fenster nach draußen. Restaurant ist hier oben auf dem Berg auch, falls man mal Hunger hat und nichts mehr zu essen da hat. Ja, super hier. Die Höhle hier ist anscheinend von Steinböcken bewohnt, den Exkrementen hier zu urteilen. Also hier ist nicht so gut schlafen drin, dann lieber nebenan mit der Matratze.
so, hier ist anscheinend nochmal eine archäologische Ausgrabung von Bobastro, wofür die auch Geld verlangen, hat jetzt schon zu. Na gut, da muss ich mir mal überlegen, ob ich morgen nochmal wiederkomme hier und das bezahle.